fliegt schon schön vorsichtig. Bist du mal von Port geflogen? Nee, so alt bin ich nicht. Till, servus. Martin. Hi, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Großartig. Weißt du noch, was du werden wolltest, als du klein warst? Was ich werden wollte, als ich klein war? Ich wollte groß werden. Was ist da passiert? Hast du studiert? Ja. Was denn? Ich bin eigentlich ein studierter Architekt. Ah, was? TU, also ich bin in Dippelingen. Woran denkst du als erstes, wenn was Gefährliches passiert? Generell. Also ich bin jemand, der in der Situation immer versucht, ruhig zu bleiben und das Richtige zu tun. Boah, das ist mal eine Sammlung von vierblättrigen Kleeblättern. Ah! Ja. Vier. So, und du kriegst eins. So ein ganz Wahnsinn. Großes schon mal. So, boah. Bitteschön. Danke dir. Ja, ne? Alle meine irischen Freunde. Geil. Very cool. Was machst du denn? Also dein Kindheitshobby? So irgendwas, was du gemacht hast? Also ich habe immer schon viel gebastelt. Ich habe irgendwie mit 10 Jahren, glaube ich, den ersten Cosmos Elektronik Experimentierkasten von meinen Eltern bekommen. Mhm. Und habe dann angefangen, Telefone zu bauen und die Kinderzimmer miteinander verdrahtet, Kabel gelegt und so ein Quatsch. Dann später habe ich mir daraus so kleine Tonerzeuger gebaut und habe mir mein erstes Keyboard selber gebastelt und habe so Depeche Mode Songs nachgespielt. Grappling Hands, Grapple the Can. Geil. So Sachen, Kabel verlegt und Böller ferngezündet, um den Briefträger zu erschrecken und so Sachen. Das machst du aber heute nicht mehr. Was ist denn für dich der Sinn des Lebens? Boah. Jetzt kommt's. Also, es gibt für mich im Leben nur eine harte Währung, die wirklich absolut unbestechlich ist, und das ist Zeit. Mhm. Das heißt, wenn es einen Sinn des Lebens gibt, dann ist es aus seiner Zeit das Beste zu machen. So die wichtigste Disziplin aus dem Sport, die man ins Berufsleben übertragen sollte? Ausdauer. Kraftausdauer. Okay. Kannst du boxen? Bitte? Okay. Ich habe extrem lange Flügel. Also ich sage nicht, dass man mit allem abschießt, was man früher mal war. Ich glaube, es ist auch super spannend, das gehört ja auch zu diesem Verstehen, wer man ist, dazu, immer eine Verbindung zu dem zu haben, wo die eigene gute Energie herkommt. Weil es geht ja nicht nur ums Abschalten können, sondern es geht auch darum, zu wissen, woher kommt meine gute Energie. Ja, es gibt ja, ein guter Freund von mir, der Thaddäus, würde jetzt sagen, es gibt diese zwei Wölfe, den Guten und den Bösen. Mhm. Und welcher wird stärker sein? Der, den du fütterst. Mhm. Und so gesehen glaube ich, das Richtige tun, das, wofür man eine Begeisterung empfindet, das ist das, was einen nach vorne bringt. Weil wenn ich anfange zu studieren und dann nicht erfolgreich bin, was ich dann lerne, ist, ich bin zu doof dafür. Und das ist die schlechteste Einstellung, um im Leben erfolgreich zu werden. Also die Leute, die die ganze Zeit was lesen und an ihrem Handy sind und irgendwie meinen, sie wären schlauer, wenn sie möglichst viel reintun, machen einen großen Fehler, weil das, was wirklich wichtig ist, Intelligenz, Latein, Interlegere, zwischen den Zeilen lesen, das passiert, wenn du nicht damit beschäftigt bist, weil das Gehirn kann nicht beides gleichzeitig. Deswegen schön schlafen, feste Pausen in den Kalender einbauen, wo du wirklich nicht irgendwas liest, sondern vielleicht wirklich auch nur rumsitzt und wartest, bis die nächste geniale Idee kommt. Cool. Sehr coole Fragen, Mann. Dankeschön. Echt, hat Spaß gemacht. Freut mich. Cool, trinken wir noch einen. Ja, ne? Prost.